Mal ein paar Worte zur Permittivität Epsilon oder ich sag mal lieber die elektrische Leitfähigkeit. Die kommt von dia, griechisch, durch. Es geht also um Feldstärken, die irgendwie durch diese elektrische Leitfähigkeit beeinflusst werden, ohne dass da irgendwelche Stofftransporte passieren. Fangen wir mal damit an. Epsilon 0, also die Permittivität oder die Leitfähigkeit, ich lasse jetzt das Wort dielektrisch weg, des Vakuums beträgt 8, das könnt ihr selber lesen, mal 10 hoch minus 12 Ampersekunde pro Voltmeter. Nebenbei, ich könnte hier Coulomb dafür einsetzen oder ich könnte auch gleich sagen Farad oder ach, alles solche Sachen. Ne? Pro Meter und so weiter. Das ist die sogenannte elektrische Feldkonstante. Das ist also ein festgegebener Wert, der wurde experimentell und dann später rechnerisch auch ermittelt. Und daran halten wir uns in allerlei Formeln, komme ich noch drauf, ohne dass wir rechnen, keine Bange. Das heißt, das Vakuum hat eine bestimmte elektrische Leitfähigkeit. Nur wenn nichts zwischen Kondensatorplatten ist, dann gibt es trotzdem elektrische Felder, so könnte man es auch sagen. Und jetzt hat man gesagt, damit man das besser und leichter rechnen kann, denn wir haben es ja im Allgemeinen nicht nur unbedingt mit einem Vakuum zwischen Kondensatorplatten und Co. zu tun, hat man einfach gesagt, wir machen es anders. Wir bilden ein Verhältnis, und zwar die Leitfähigkeit eines Stoffes geteilt durch die des Vakuums. Und das wird eine Verhältniszahl, und die nehme ich mit der ganz normalen Epsilon 0 mal. Und dann kann ich rechnen. Ich komme nochmal gleich auf die Formeln zurück. Und dann kann ich rechnen, und zum Beispiel dieses Verhältnis, dazu sagt man Epsilon R von Luft, ist fast wie beim Vakuum. Das heißt, wenn ich mit Luft rechne, könnte ich auch mit dem Vakuum rechnen. Jetzt gibt es ja allerlei Versuche, da werden irgendwelche Isolatoren zwischen zwei Kondensatorplatten eingeführt und komischerweise steigt die Kapazität. Ich komme dann gleich drauf, man sagt auch zu dem Zeug hier, was dazwischen ist, selbst zum Vakuum, dielektrikum, wieder die von durch. Also das Feld, elektrische Feld weiterleitende, so könnte man dazu auch sagen. Seht hier oben auf die Links, da könnt ihr euch weiter informieren, dieses Video wartet hier. Zu Kondensator das gleiche. Aber wie funktioniert das alles und was passiert hier? Gucken wir uns mal rein mathematisch an, was passiert, wenn ich sage, ich rechne erstmal allgemein. Feldstärke ergibt sich aus der Flussdichte, geteilt durch die Permittivität, also durch die Erlaubnis oder die Leitfähigkeit, die dielektrische. Okay, dann ist, je höher die ist, die Feldstärke kleiner. Oh. Hört sich komisch an, gehe ich später nochmal drauf ein, in anderen Videos und so weiter. Flussdichte, hier links gucken. Gut, jetzt hatten wir ja das geklärt, hier gibt es eine Verhältniszahl und so weiter. Das heißt, das wird noch extremer geschwächt, die elektrische Feldstärke wird noch extremer geschwächt, je größer diese Zahl hier unten wird, ne? Und die von Luft ist zwar dem Vakuum ähnlich, aber da kommen drastisch größere Werte, deswegen habe ich hier dieses doppelt größer als 1 Zeichen gemalt. So. Und jetzt genauso die Kapazität wird drastisch größer, je größer diese Zahl wird. Und die wird auch drastisch größer. Aber naja gut, wovon hängt das ab? Guckt nochmal in dem Video Polarisation. Ich habe hier den Link. Wahrscheinlich kriege ich den da auch noch rein. Es geht um Folgendes, nochmal zur Erinnerung. Wenn ich einen Isolator habe und ich habe zwischen diesen Kondensatorplatten überhaupt keine Spannung anliegen, dann sind die Feststoff. Teilchen dieses Isolators dazwischen, sind die irgendwie gepolt. Es gibt Dipole und so weiter. Denkt an den Link, da kann man das noch genauer sich anschauen. Wenn ich aber eine Spannung anlege, dann werden diese Dipole, ja, einfachstes zum Beispiel Wasser, werden diese aber plötzlich ausgerichtet. Denn wenn ich hier positiv anliegen habe, wird sich der negative Pol des Dipols, zweipolig, zweipol könnte man auch sagen, ausrichten. Und das bei allen. Das bedeutet aber, dass die elektrische Leitfähigkeit verbessert wird. Mit anderen Worten, wenn ich hier etwas reintue zwischen die Kondensatorplatten, dann bedeutet das, dadurch wird zwar, denn diese kann man sich als kleine Batteriechen vorstellen, entgegen den äußeren Polen einer Batterie, dann wird zwar das äußere Feld geschwächt, das ist aber nicht schlimm. Wir dürfen noch einen Effekt nicht vergessen. Dieser Isolator ist ein Feststoff im Allgemeinen und der hält schön die Platten auseinander, denn die würden sich ja anziehen.
Es wirkt also eine Gegenkraft. Und, gehe ich, wie gesagt, im Thema Kondensator noch drauf ein. Ich hoffe, dass ich zur Permittivität noch ein bisschen beitragen konnte, also sprich zum Verständnis. Und ich wünsche dir was Schönes. Bis dann. Tschüss.